Domme verliert keine Zeit und glaubt, dass die Welt auf ihre Schoko-Idee gewartet hat. Wer würde denn schließlich gesundes, frisches Obst einer süßen Schokolade vorziehen? Hier bekomme ich auf jeden Fall die Schoki für meine ersten Figuren. Und dank Marianne kann ich mir so viel Schokolade wie schon lange nicht mehr leisten. Doch Domme hat sich verkalkuliert. Boah, dass gute Schokolade so teuer ist, das habe ich nicht gedacht. Da wird das mit dem Geld von Marianne echt knapp. Boah, ist das teuer. Naja. Nützt ja nichts. Was tut man denn alles fürs Geschäft? Auch wenn die Preise ihr knappes Budget sprengen. Für ein erfolgreiches Event braucht Domme noch viel, viel mehr von ihrer Hauptzutat. Schokolade, wo bist denn du? Oh, ich bin im Paradies. Die nehmen wir doch direkt mal mit. Oh Gott, wie geil. Perfekt. Mensch, sie haben es aber gut vor heute, ne? Ja, ich will halt ein großes Geschäft aufmachen. Dafür brauche ich halt die ganze Schokolade. Aber hören Sie mal, ist das irgendwie möglich, dass man Mengenrabatt... Was soll ich wohl zeigen, Prinzessin? Die kleine Schlampe hat das selber gewollt. Sie ist erst 16. Du bist ein ekelhafter, erwachsener, alter Mann. Sie hat trotzdem... Rabatt bekommen? Nee, das haben wir leider nicht. Ich könnte höchstens einen Großhändler empfehlen, wenn Sie wollen. Ein Großhändler? Das wäre ja super. Wo finde ich denn den Herrn Großhändler? Ich habe eine Visitenkarte von ihm. Wenn Sie wollen, kann ich ihm mitgeben. Oh ja, das wäre super, wenn Sie mir die geben könnten. Der Herr Großhändler, das ist genau das Richtige für mich. Wenn jemand Schokolade braucht, dann ja wohl ich. Bitteschön. Ach, klasse. Dankeschön. Tschüss. Gerne, schönen Tag noch. Aber hey, der Wagen. Brauche ich nicht mehr, danke. Domme hat es eilig. Schließlich wittert sie das ganz große Geschäft.